Fantasiereise in den Wald. Du hast also jetzt längst die bequeme Position für dich gefunden. Atme tief ein und wieder. Ein und wieder aus. Ein und wieder aus. Wenn du möchtest, schließe deine Augen. Und komm mit auf unsere kleine Reise. Du stehst in einem Wald auf einer kleinen Lichtung. Ein paar Sonnenstrahlen finden ihren Weg durch das dichte Blätterwerk der Bäume. Der Wald riecht nach Moos, nach Blättern. Und gemächlich durch den Wald. Er sucht sich seinen Weg über Steine und Äste.
schließ dich dem Lauf des Bachs zu folgen. Du gehst langsam, setzt einen Fuß vor dem anderen, hast Zeit. Ein kleines Reh tritt an den Bach. Es ist nicht scheu, sieht dich auch und schaut dich neugierig an. Du näherst dich behutsam, kommst ganz nah an das Reh heran. Könntest es jetzt berühren? Es schnuppert, schaut dich aus seinen schwarzen, großen Augen an und verschwindet dann im Gebüsch. Du gehst weiter. Spürst den weichen Waldboden unter deinen Füßen. Du siehst Blätter von Eichen und Buchen. Entdeckst kleine Pilze, ganz viele kleine Pilze, die sich ihren Weg aus dem Boden freikämpfen. Du gehst in die Hocke und schaust näher hin. Du begreifst, der Waldboden lebt. Da sind Ameisen und Kellerasseln. Läuse und Spinnen. Alle leben hier in Einklang, haben ihr Zuhause im Wald. Du gehst weiter. Gehst immer weiter. Die Bäume sind nun nicht mehr ganz so dicht. Langsam, aber sicher verlässt der Bach den Wald. Auch du trittst aus dem Wald heraus. Und stehst auf einem Feldweg. Du schaust dich noch einmal um und verabschiedest dich von den Bäumen, dem Bach, der dich begleitet hat. Du schaust dich noch mal um. Und verabschiedest dich von all dem, was du gerade gesehen hast. Du denkst noch einmal an das vielfältige Leben auf dem Waldboden und an die großen, schwarzen Augen des kleinen Rehs. An die großen Augen des kleinen Rehs.
Du atmest tief und tief wieder aus. Du atmest tief ein.